später Stunde. In Dr. Oetkers Küche. Genau. Wir basteln gerade kleine Ladybugs. Hier mit dem Fond. Für Julie kleine Ladybugs. Weil morgen ist ja ihr dritter Geburtstag. Cool, voll süß. Und ja, dann machen wir gerade noch hier Action in der Küche. Und morgen wollen wir auch noch. Ja, eigentlich ist heute schon morgen. Wir haben einen kleinen Tisch vorbereitet für die kleine Maus. Ladybugs. Kleine Candles. Das ist schlechtes Licht gerade. Auf jeden Fall voll süß. Ja, und dann machen wir dann morgen nochmal ein Video zu. Freut sich bestimmt voll. Genau. Okay. Nicht so toll aus, aber im selben Moment mit einem Streichwerkzeug verwandeln wir den Ladybug in ein wundervolles Tier. Ähnlich wie bei den Raupen und den Schmetterlingen. Aha. So. Ihr seht, so langsam mit der Form. So. Dann sucht man sich die Stelle raus, die nicht so richtig funktioniert hat. Und macht da das Gesicht hin. In dem Fall blaue Farbe. Gelbe Farbe und mal die Augen drauf. Jetzt. Oder so wie Judy das gemacht hat. Ja. Wir machen das vorher. Ja. Das ist schwieriger, das Schwarz da um das Gelbe drumherum drin reinzukriegen. So. Auch wissen die alte Marienkäfer, jetzt kriegt das ein Pünktchen. Letztens gelernt. Das könnte jetzt Jamie wieder ein Video drüber machen, dass das nichts damit zu tun hat, wie alt der Marienkäfer stimmt, ist, die aber Punkte. Kannst du trotzdem erstmal erzählen. Ja. Hm, kann man noch sagen. Wow, so gerade. Lassen wir das trocknen und dann. Jetzt kommt er gleich hier zu seiner Familie. Oh, so cute. Und kommen denn nachher noch. Hm, die Punkte schmecken auch. Und weiter geht's. Wo sind denn eigentlich die Nächsten? Tada! Da sind sie, die Ladybugs. Die noch nicht fertigen Ladybugs. Genau. So, jetzt haben wir süße kleine Ladybugs kreiert. Genau, mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. Schlüpfen ja auch in Wirklichkeit. Deshalb haben wir uns gedacht, wir kreieren die auch nachts. Stimmt. Da haben wir die Ersten. Das ist die kleine Ladybug-Familie. Mhm. Ein paar fehlen noch die Augen und die Münder. Aber die machen wir noch gleich, wenn alles trocken ist. Morgen, weil da sieht man schon. Ja, das läuft ein bisschen. Ziehen die ihr Gesicht so. Dann ist es eher ein Gruseleffekt als ein. Auf alle Fälle wird es sich morgen früh voll freuen. Halloween ist ja vorbei. Dann machen wir die lieber niedlich. Ja. Sie. Okay, dann sehen wir uns morgen. In dem Sinne. Peace. Gerade aufgestanden. Guck mal, was ist da? Oh, was ist da? Oh, alles für dich. Das ist die kleine Motte. 2 Jahre alt. Wow. Hey, Zusammen. Wow. Happy birthday! Yay.
Ladybug! Coming? Ladybug? Und jetzt noch die Geschenke geben. Machen Sie. Happy Birthday to you. Wow, muss man noch ein Gesicht malen überall. Ja, so mal das und Lede. Guck dein Herz. Lede, du essen. Zulli. Zulli. Mama, eine Backe kleben. Das ist ja auch ihr Geburtstag, Mama. Ach du. Guck mal, Cheers. Jetzt Mama. Cheers. Wow, es gibt Kindersee. Candles aus. Juhu. Social Medias fliegen. Und nochmal, ganz dolle. Jamie, wow. Hilft, Jamie, hilft. Los. Jill, los, puste. Und nochmal. Nochmal. Jamie, was ist jetzt? Das ist so komisch. Nochmal. Hey. Jill, komm mal. Ganz schön groß, oder? Soll ich das auch für dich aufmachen? Ein ganz großes. Was ist denn da drin? Ich helfe. Warte, wenn da steht, nicht das umkippt. Jetzt lassen wir alleine mal. Jetzt lassen wir alleine mal. Oh, open. Meine kleine Maus, 2 Jahre. Die kleine Mandalorian. Was macht die Julita? Schoko. Schoko? Ja. Hast du die ganzen... Knibbelst du da die ganzen Schokoladenplättchen ab? Ja. Voll schön, Ladybug. Mama. What the heck? Merkst du das? Hey, is your birthday today? Nein, Mama. Nein? Nein, Schokolade-Geburtstag. Schokolade hat Geburtstag? Nein, Ladybug is happy. Ladybug is happy? Ja. But he has no more dots. But he's happy anyways, right? Ja, Mama. Ja, während wir gerade mal ein bisschen Instagram und Facebook gemacht haben, hat sich Julie mal die Ladybugs geschnappt und hat irgendwie diese Farbe von den Gesichtern, ihr erinnert euch an gestern Abend, haben wir ja drauf gemacht,
Die ist jetzt irgendwie überall. Die hat sie also an den Händen, an den Stuhl geschmiert. Ja. Voll, das Ladybug. Voll das Ladybug-Massaker hier. Wir spielen gleich. Juli. Also, wer macht? Sollen wir spielen? Juli. Du bist. Wie siehst du eigentlich aus? What have you done? Aber ist ja dein großer Tag heute, ne? So, die Ladybug, komm rein. Sie nochmal schmieren? Los, dann schmier dich mit der Ladybugs voll. Wenn man mal 5 Minuten nicht guckt. Welt. Juli ist schon ein bisschen müde, war viel Action heute. Aber da können wir uns auch noch richtig austoben, weil draußen ist echt mies, da kann man gar nichts machen. Deswegen noch ein bisschen toben gehen. Hey! Hallo! Ja, wir sind jetzt hier in der Kinderwelt angekommen. Genau, Teil 2. Und ja, genau. Und das war der erste bei uns im Ort und die war irgendwie gar nicht auffindbar und war gar nicht mehr da. Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Okay, die Kinder schlafen allerdings. Einmal K.O. und zweimal K.O. Gucken wir mal, wie wir die da wachkriegen. Sonst gehen wir beide rein und fahren ein bisschen. Ja, genau, bis dann mit Trommeln springen, ja, genau. Ohne Kinder Spaß haben. Auf alle Fälle sieht es mal gut aus von außen. Kann man sogar hier auch Birthday-Partys feiern. Und mal schauen, wie es drin aussieht. Wir nehmen euch mit. Ja, gerade wach geworden. Super Juli! Wow! Big girl! Hey, that's cool! Und Juli! Juhu! Oh! Mauer! Leber! Guck mal, Elefant, Juli! Juli! Ey! Ihr wollt doch mal weg! Hat eindeutig den schnelleren Wagen. Ja. Mama ist echt schnell. Ja, das ist doch schnell. Ein Motorrad wäre schneller. Weiß ich. Mama ist voll gut. Gut. Thank you.
ist voll cool. Die Kinder können sich hier austoben. Der Jamie surft. Hat einen Freund gefunden. Da ist Julie und Cox. Ist ein cooler Abschluss vom Tag heute hier. Oh, eine Brücke. Das lassen wir drin. Das lassen wir voll drin. Das machst du nicht weg, auf keinen Fall. Lässt du auch drin? Ja, Julie. Wie ist das, Julie? Kann die Julie noch Happy Birthday singen? Happy Birthday, Chihuahua. Ja. Okay. Ja, der Tag geht jetzt langsam zu Ende. Genau. War aber echt super schön. Nach Fun und Action erst hier bei uns, dann noch in der Kinderwelt. Einen schönen Tag gemacht mit Julie. Jetzt chillen wir noch eine Runde, wo die kleine Maus dann sicherlich ins Heierbettchen geht. Ja, ich denke mal, dann wird sie mal müde dann halt. Gucken noch ein bisschen Ice Age mit den Kids. Genau. Und dann, ja, ist schon wieder vorbei, der Geburtstag. Okay. Okay. Euch auch einen schönen Abend. Und bis irgendwann wieder. Ciao. Ciao.